ein super Grund für alle Bergfreunde. Das Einrad ist für mich eine super Verbindung aus zu Fuß sein, wandern und Trails fahren, Spaß haben. Weil es ist oft so, wenn es richtig steil wird, mit dem Mountainbike, gerade mit dem EMTB, kann man auch steile Trails hochfahren, was auch seinen Reiz hat. Aber mit dem Einrad kann man halt quasi dieses Wandern, also ich wandere gerne hoch auf den Gipfel, aber runtergehen finde ich immer doof. Auch wenn es ein normaler Weg ist, muss ja kein richtig heftiger, technischer, verblockter Fahrt sein. Und das Einrad, das kann man halt viel leichter quasi schleppen. Man kann es natürlich auch an diese Huckebike, an diese Träger am Rucksack machen, wo man auch Mountainbike dran machen kann. Und dann kann man damit auf den Berggipfel und das Bergab fahren. Macht viel mehr Spaß, als zu Fuß zu gehen. Und ich finde es auch gut irgendwie für den Körper, dass ich nicht den ganzen Tag immer nur im Sattel sitze, sondern dass ich quasi einerseits meine Bewegung ganz natürlich auf den Beinen habe, aber das verbinden kann mit dem Einradfahren. Also Wandern und Einradfahren einfach eine mega gute Kombi. Für alle Papas, Mamas und so weiter, es ist einfach so, dass es vom Tempo super ist für Kleinkinder, Kinder, die gerade mit dem kleinen Fahrrad oder Laufrad fahren. Also man kann quasi den Sport dann verbinden mit der Freizeitaktivität, weil man auch schön langsam ist. Und mit dem Fahrrad ist halt so, man kann immer nur bremsen und rollen, weil die Kleinen halt so langsam sind. Und das Gleiche gilt übrigens auch für den Hund, je nachdem, was für einen Hund man hat. Man kann echt super vom Tempo dann, also ich mache immer so gerne meine Hunderunden. Mit dem Fahrrad bin ich nur am Bremsen, überhaupt nicht am Pedalieren. Deswegen ist das Einrad auch perfekt für Gassi fahren, Fitness oder für die Family-Ausflüge und kann ich total empfehlen. Vielleicht so ein ganz kleiner Grund, wenn ihr schon so lange den Wheelie oder Manual übt und ihr kriegt es nicht hin und ihr wollt auf einem Rad an der Eisdiele vorbeifahren, geht super mit dem Einrad. Und ihr werdet auf jeden Fall, ob ihr es wollt oder nicht, viele Sprüche kriegen. Ey, du hast ein Rad vergessen. Ey, wo ist dein zweites Rad? Kann man mit Humor nehmen. Und wenn man dann richtig im Wald fährt, dann kriegt man sogar echt sehr positive Kommentare. Ja, also dass man auf jeden Fall die Leute das sehr respektieren und einen nicht für einen Rowdy halten. Ja, aber manchmal gibt es leider auch Vorurteile beim Einradfahren. Zum Beispiel denken die meisten, dass man sich hier unten als Mann irgendwas prellt oder ne, sonstige Sachen. Aber ich fahre wirklich echt schon so lange Einrad und da tat noch nie was weh. Lutz Eichholz, Weltmeister. Er hat auch schon mehrere Kinder. Ja. Krasser, radikalster. Ja. Ja. Er ist auch, der hält einen Weltrekord von den höchsten Drop, der ist 6 Meter in Sand. Ein super Argument fürs Einradfahren als Mountainbiker ist, gerade wenn man jetzt wie ich seit den 90ern dabei ist, vielleicht erinnert man sich, als die Szene noch klein war, nicht so zerstritten, dann kannte jeder jeden, es gab dann ein Festival, es gab eine Messe und super cool, dieser Spirit. Und beim Einradfahren gibt es das immer noch. Weil es eine kleine, sehr gemeinschaftliche Szene ist und Felix kennt da viel, kann da ruhig was von zu erzählen. Ja, klar. Also Profi-Einradfahrer wie Lutz Eichholz oder Chris Holm, die sind keinem eigentlichen Begriff, obwohl das die Besten der Besten quasi sind. Und ja, der Zusammenhalt, die Community beim Einradfahren ist einfach sehr, sehr wichtig. Jeder kennt jeden, so wie das früher beim Mountainbiken war. Und davon lebt die Einradszene auch. Und wenn man auf Wettkämpfen kommt, zum Beispiel auf eine deutsche Meisterschaft, wo 300 Leute sind, da kennt einfach jeder jeden. Und auch bei Weltmeisterschaften tauscht man sich aus, geht auch zusammen essen. Egal wo man herkommt, sind meistens so 35 bis 40 Nationen. Und ja, da hält man einfach zusammen. Und wenn irgendeinem zum Beispiel ein Einrad kaputt geht, dann kriegt er halt das von dem anderen. Und das ist einfach wie eine ganz große Familie. Und das ist einfach das Tolle auch an der Einradszene. Also, ganz wichtig. Die Hemmschwelle, überhaupt mit dem Einrad anzufangen, ist mega gering, weil man kann sich secondhand erstmal ein normales Einrad, wie man es so vielleicht aus der Kindheit oder so kennt, holen. Und das kriegt man, ich habe eins für 30 Euro gekauft und dann kann man das Einradfahren lernen. Und selbst wenn man sich hier so ein High-End-Gerät kauft, das ist alles überschaubar, das sind ein paar hundert Euro gebraucht oder neu. Ich habe hier ein QX, mega schick, mega leicht. Und ja, da kann man auch mehrere Modelle für verschiedene Disziplinen haben und der preisliche Aufwand ist viel geringer als bei Mountainbiken. Wenn man einmal gelernt hat, erstmal an der Wand aufsteigen, wenn man im Freien aufsteigen kann und wenn man schon so ein bisschen fahren, man kann so schnell lernen, auch zu hopsen. Das ist viel einfacher als mit Mountainbike, weil du nicht Backwheel-Hops machst, die für den Körper und fürs Fahrkönnen, also Backwheel-Hops geht mega in den Rücken und ist auch viel schwieriger zu erlernen. Mit dem Einrad kannst du ganz schnell anfangen zu hopsen, dreilige Sachen zu fahren, echt mega cool. Ja, und in Sachen
bisschen abziehen, ein bisschen springen. Kannst du mal was zeigen so? Eine Fähigkeit, die sich durchs Einradfahren auch verbessern kann. Ich empfehle natürlich generell auch solche Sachen immer zu üben, auch ohne Einrad. Das sind aber die Reflexe, weil alles geht immer so schnell, man landet dann intuitiv wieder auf den Füßen. Und mir fällt auf, zum Beispiel, wenn ich mal ausrutsche und andere Leute rutschen dann auch und landen auf dem Rücken oder so. Und wenn man richtig gute Reflexe hat, hat man viel mehr die Ausgleichbewegung. Und Einradfahren ist oft so, man will irgendwie aufsteigen und schafft es dann nicht ganz. Zack, man landet wieder auf den Füßen. Das ist echt ein gutes Reflextraining. Ein Punkt jetzt noch zum Thema Alter. Also es gibt, einer der bekanntesten Einradfahrer hat erst mit 70 oder so angefangen. Also ist für jedes Alter geeignet. Ich muss trotzdem sagen, Einschränkungen gibt es natürlich, wenn jemand starke Voreinschränkungen durch Verletzungen hat. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand ganz oft schon sein Knie ausgenudelt hat, weil man halt oft so auf dem Bein landet, würde ich sagen, das wäre ein Faktor, der da beschränkend ist. Aber sonst ist, solange man nicht irgendwie krassen Tricks und so weiter mit dem Einrad versucht, das ist auf jeden Fall kniefreundlich und auch für jedes Alter zu erlernen. Liebe Leute, ihr merkt schon beim Abfilmen von diesem Video, sind uns noch 10 weitere Gründe eingefallen. Vielleicht mache ich dann nochmal ein zweites und wir wollen jetzt ein bisschen aufs Fahren kommen. Ich möchte trotzdem nochmal sagen, Einradfahren, das haben wir so ein bisschen angedeutet. Guckt es euch im Netz an, ich tue euch ein paar Links unten in die Beschreibung. Es gibt alle Disziplinen, es gibt Bikepacking, es gibt Marathon, es gibt Street, Skatepark, Style, da machen die so whippy whippy, 1000 Drehungen, Tricks, es gibt Trail. Es gibt einfach alles, was es beim Mountainbiken auch gibt. Selbst Kunstradfahren in der Halle mit Kunststückchen und so weiter. Es gibt Eishockey, ich kann es gar nicht alles aufzählen. Und es ist mega die interessante Sache. Ich denke immer schade, dass ich nicht genug Zeit habe, weil zwei Hobbys. Ich fahre meistens Fahrrad und nur selten Einrad. Aber wenn ich es mache, bin ich mega happy. Ja, danke dir, Felix. Ja, kein Problem. Und was sind so deine Ziele? Willst du jetzt nach Corona wieder Wettkämpfe fahren? Ja, also zum Glück sind dieses Jahr auch schon zwei Wettkämpfe geplant. Einen in Holland, das ist ein normaler Rennwettkampf, und einen in Münster, ist auch ein normaler Rennwettkampf, also mit einem Renneinrad, so 100, 200, 400 Meter Renndisziplin. Das ist erstmal das Ziel für dieses Jahr, da gut abzuschneiden, da trainiere ich auch 2 bis 3 Mal die Woche. Und für nächstes Jahr ist das große Ziel die WM in Frankreich, in Grenoble. Und da habe ich auch schon ordentlich für trainiert, also vor allem im Downhill und im Hoch- und Weitsprung, meine Paradedisziplin. Und da ist das Ziel halt erstmal beim Downhill, Hoch- und Weitsprung ins Finale zu kommen und dann mal schauen, wie weit es mich trägt. Super, okay. Also, liebe Leute, probiert's aus, macht's. Unten die Links, auch wo ihr das bekommt, zum Beispiel QX hat einfach ein mega Angebot an Einrädern. Und da werdet ihr auf jeden Fall fündig. Danke fürs Interesse, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.